Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video geht es um die Teilchen in sauren Lösungen. Das Ziel dieses Videos ist es zu zeigen, welche Teilchen sich in einer sauren Lösung befinden und welches dieser Teilchen die charakteristische Farbveränderung der Indikatoren bewirkt. Erinnere dich, unter einer Dissoziation versteht man in der Chemie einen Vorgang, bei dem Moleküle in wässriger Lösung in frei bewegliche Ionen zerfallen. Für unsere Beispielreaktion von Salzsäure mit Wasser lautet die Dissoziationsgleichung wie folgt. Salzsäure HCl und Wasser H2O reagieren zum Hydronium-Ion H3O+Aq und zum Säurerestion hier Cl-, also Chloridionen Aq. Durch den Protonenübergang von Salzsäure zu Wasser entstehen Hydronium-Ionen und Chloridionen. Verallgemeinerst du diese Gleichung, so steht dort: Säure und Wasser reagieren zur sauren Lösung. Demzufolge wird klar, dass eine saure Lösung aus Hydronium-Ionen und Säurerestionen, in unserem Beispiel Chloridionen, besteht. Nicht ohne Grund notierst du Aq in Klammern. Das bedeutet, dass diese Ionen in Wasser gelöst vorliegen. Folglich befinden sich in sauren Lösungen auch Wassermoleküle. Diese Teilchen sind also ganz allgemein in allen sauren Lösungen enthalten. In der Salzsäurelösung, für unser konkretes Beispiel, sind diese Teilchen enthalten. Um herauszufinden, welches Teilchen für das saure Verhalten saurer Lösungen verantwortlich ist, kannst du eine Vorbetrachtung vornehmen. Saure Lösungen müssen vermutlich ein gemeinsames Teilchen aufweisen, das zum Beispiel die Farbänderung des Indikators bewirkt. In jeder sauren Lösung sind Wassermoleküle enthalten. Aus deinem Alltag weißt du, dass Wasser eine neutrale Lösung ist, wodurch Wasser vermutlich nicht zur Farbänderung des Indikators beitragen wird. Außerdem sind in jeder sauren Lösung Hydronium-Ionen vorhanden. Da diese Ionen in jeder sauren Lösung vorkommen, sind sie vermutlich für die charakteristische Farbänderung des Indikators verantwortlich. Jede saure Lösung unterscheidet sich in ihren Säurerestionen. Salzsäure besitzt die Chloridionen als Säurerestionen. Phosphorsäure hingegen zum Beispiel Phosphationen. Somit liegt vermutlich nahe, dass diese Ionen keinerlei Rolle bei der Farbänderung von Indikatoren spielen. Die Vermutungen überprüfe ich nun experimentell. Dazu gebe ich destilliertes Wasser in die drei Reagenzgläser. Ins erste Reagenzglas füge ich Natriumchlorid, also Kochsalz, hinzu. Wenn Kochsalz in Wasser gelöst wird, bilden sich neben Natriumionen auch Chloridionen. Hierdurch kann ich überprüfen, ob die Chloridionen für die Indikatorfarbänderung verantwortlich sind. Ins mittlere Reagenzglas gebe ich nichts weiter. Ich belasse es bei destilliertem Wasser. Ins dritte Reagenzglas füge ich Salzsäure hinzu. Anschließend tropfe ich je 3 bis 4 Tropfen Unitestlösung in die jeweiligen Lösungen. Nach dem Schütteln wird klar, dass die Chloridionen bzw. allgemeiner die Säurerestionen und die Wassermoleküle nicht für die Indikatorfarbänderung verantwortlich sind, da sich die Farbe des Indikators nicht geändert hat. Demzufolge bewirken die Hydronium-Ionen die Farbänderung in unserem experimentellen Beispiel der Unitestlösung von grün nach rot. Somit sind die Hydronium-Ionen für das saure Verhalten saurer Lösungen verantwortlich. Zusammenfassend halte ich fest, dass saure Lösungen aus Hydronium-Ionen, Säurerestionen, die je nach saurer Lösung variieren, und Wassermolekülen bestehen. Die Hydronium-Ionen, die in allen sauren Lösungen enthalten sind, bewirken die Farbänderung des Indikators. Sei auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt: Chemie echt fetzig.